Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Freitagmorgen. Einen wunderschönen. Da hinten links seht ihr schon, da spitzelt schon ein bisschen was anderes rum, was vorher nicht da war. Und ich meine nicht das Schwein, was durch den Zaun durchragt mit dem Kopf, sondern der Zaun. Der war vorher nicht da, da war vorher ein Stall und ich habe mich tatsächlich umentschieden. Und zwar ist der alte weggekommen und ich habe mir jetzt einen neuen Schweinestall hier hin platziert, den von der Modding-Welt, weil der einfach, ob er schöner ist, weiß ich nicht, er sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, er passt hierher und das Tor ist halt wunderschön groß. Die Schweine haben Auslauf, es passen hier mehr Stück rein und ich habe auch schon alles wieder so hingerichtet, wie es war. Wir haben jetzt ein Schwein mehr, aber das eine Schwein, glaube ich, macht nicht viel aus, es wäre eh eins nachgekommen in nächster Zeit. Die Gülle haben jetzt hier 27 Liter, aber ich habe tatsächlich uns ins Lager, weil wir die anderen ja schon 5000 Liter produziert hatten. Es war gleich mischt. Wartet. Ist natürlich wieder Vorwiegeffekt. Wo ist er mischt? Ah, da. Wow. Ja, wow, blind. Eins links daneben. Wir hatten irgendwas um den Dreh 5000 Liter mischt, hatten wir. Und das habe ich eben auch hinzugefügt. Wieso die Schweine hier irgendwie ein bisschen da durchgehen, weiß ich noch nicht. Aber gut. Ja, auf jeden Fall habe ich den neuen Stall platziert. Alles wieder so eingefüllt, wie es war. Wasser ist wieder voll, Sauerkeit ist auf 100%, Stroh ist voll. Sojabohnen und Kartoffeln sind auch beides voll. Und das, was wir halt eben, die Liter, was wir schon in den vorigen Stall reingepackt haben, den ich dann verkauft habe, die habe ich uns wieder gut geschrieben. Wir haben genau gleich viel Geld. Ich glaube, ich habe sogar auf den Euro genau, weil wir hatten, soweit ich weiß, 63.700 irgendwas und ein paar zerquetschte. Und eben, ja, das heißt, das wollte ich euch mal kurz sagen. Und was wir jetzt noch heute tun können, ist tatsächlich endlich mal vorspulen. Da werden wir uns auch gleich mal dran machen. Ich drücke das Knöpfchen und die Zahl da oben springt hoch. Ich werde stopp, warte mal ganz kurz. Und so muss ich kurz auf die Felder gucken, wie es denn da aussieht, nicht immer noch irgendeine Scheiße bauen. Gedüngt sind alle, Wiesen sind auch alle gedüngt. Das passt. Unkraut ist nichts drauf, das ist auch wunderbar. Und sie sind alle im Wachstum. Das ist natürlich, das ist doch herrlich, das ist doch herrlich. Gut, passt, dann kann ich tatsächlich weiter vorspulen und wir kriegen auch wahrscheinlich dann bald gleich das Geld von der WKA. Oh, doch 140.000. Das war jetzt doch mehr als ich dachte, ne? 21.000 Betriebskosten Gebäude. Jungs, wollte ich mich verarschen? Habe ich denn so viel Zeugs, was so viel kostet? Also jetzt nur mal Gebäude. Na, Gebäude zählen ja eigentlich nur Hallen und sowas, oder? Gut, kann sein, dass der Stand ein bisschen teurer ist als wie der alte. Gut, aber wir spülen, genau. Wir spulen jetzt auf den nächsten Tag um 6 Uhr vor sowas, damit wir auf jeden Fall gleich mal zum Arbeiten dann beginnen können. Die 3 Uhr haben wir, 4, 5, 6 und stopp. Perfekt. So, wie sieht es bei unseren Schweinchen aus? Die haben jetzt wahrscheinlich ein bisschen... Ja, das muss... Oh, nö, nur es geht eigentlich voll. Ja, geht eigentlich voll, klar. Gut. Wie sieht es denn bei unseren Feldern aus? Mal kurz gucken hier. Feld 80 ist reif. Die anderen sind noch nicht reif. Das, oh, die sind noch in der letzten, oder? Normalerweise schon, ja. Aber die 80er ist reif. Das ist nicht schlecht. Und die anderen werden im Laufe der Zeit dann auch bald reif werden. Aber wir haben ja gesagt, die 81. Oder kann ich gleich? Nee, die ist zu teuer. Ne, wir haben gesagt, die Feld 81. Wir gucken nochmal ganz kurz, was da drauf ist. Es ist gegruppert. Da ist nichts drauf. Okay, gut. Das heißt, das können wir dann ansehen. So. Und 132.000 haben wir angenommen. Jetzt haben wir noch 50.000. Nicht mal allzu viel. Aber wir haben ein neues Feld, die 81, bei dem wir jetzt gleich mal anfangen können zu bestellen, weil. Okay, da braucht. Eigentlich alles machen, also sie ist null gedüngt und sie ist gegruppert. Gut, und ich würde gleich mal sagen, wir hauen da Mais drauf.
Ja, ich werde jetzt, wir wollten ja eigentlich, soweit ich weiß, eine Maisrunde machen. Das heißt, auf die 85, die 81 kommt Mais drauf, auf die 80 auf, auch. Und auf die 86, muss ich gucken. Teuer wird es die 79 noch? Ah, gar nicht mehr so viel. Okay. Das heißt. Oder? Ja, dann überlegen wir, dann haben wir zu wenig Geld. Wir brauchen ja einen Häcksler dann auch. Ja, ich werde es erstmal so lassen. Der Fan bleibt jetzt erstmal hier unten stehen. Mit Schweinchen geht's soweit gut, das passt auch. Dann gucken wir mal kurz, wen brauchen wir denn jetzt? Wir brauchen jetzt den Felddamann, weil der würde uns gleich mal unser Feld ans. Nee, stopp, warte mal. Den brauchen wir doch erst ein bisschen später. Ach, den brauchen wir erst ein bisschen später, weil wir werden uns jetzt erstmal hier den 6M schnappen. Mit dem Düngerstreuer. Und ihn gleich mal da hochschicken, dass er gleich mal das Feld düngen kann. Oh, ja, wartet. Ich habe da mal vergessen, ein Gewicht dran zu machen. Wartet, das haben wir gleich. So, da haben wir es. Passt. Kollege, ich mach mal alles da dran. Ach, geht doch. Jetzt geht's besser. So. Oder so, ich hätte eigentlich auch gleich einen anderen Traktor nehmen können, als wir den 6. Aber gut. Jetzt habe ich ihn schon dran. Dann nehme ich ihn auch. So, passt. Gespann ist zusammengekuppelt. Dann fahren wir auch gleich mal rüber. Jetzt bin ich mir mal überlegen. Oh, schon wieder ist auch unterwegs. Warte mal. Die wichtige Frage: Kann ich ihn füttern? Ich kann ihn füttern. Das ist gut. Neuer Tag, neues Glück. Das heißt, auch Schröder wird gefüttert. Ja, ganze Feini. Ganze Feini. So. Wir fahren jetzt mal rüber. Ich werde. Echt für die Straße. Weil wir haben den hinten komplett voll. Und unser Feldweg oder Waldweg, wissen wir ja, der ist nicht gerade der geradeste oder. Was sagt man denn dazu? Wirklich, das war komisch, aber wo wollen die denn hin? Wird da wohl noch ausgebaut? Hm. Möglich. Oder neue Halle. Zweiter Bauer im Dorf? Möglich. Jungs. Ich weiß, ich seid schwer beladen, aber könnt ihr mal ein bisschen Hilfe machen? Nee, damit zu lange, ich fahre 43 und die fahren 30, ich überhole mal, ne? Moinsen! Sag hier wieder drin. Was wollte ich jetzt sagen? Ja genau, unser Waldweg ist halt nicht der beste, wie wir wissen. Und deswegen fahren wir hier mal Straße. So, Kollege, wir müssen aber jetzt hier ein riskantes Überholmanöver machen. Die rundum leuchten müssen an. Oh Gott. Hilfe. Oh Gott. Ja, gut. Sowas nicht geplant. Ja. Kann man machen, muss man aber nicht. Vielleicht sind wir da ganz kurz hängen geblieben. Also das Überholen hat anscheinend nicht so funktioniert, wie ich es eigentlich vorhatte. Aber gut. Ich glaube, wir hätten es sogar geschafft, aber der Baum. Wollte nicht so wie wir wollten. So. Oh Leute, guckt euch dann mal hier. Oh, frischer Acker. Ja, kann man machen. Ich werde mich dann auch dran setzen und den Streifen hier raus machen. Jo, das werde ich machen. Ja, ich werde jetzt hier drüber düngen lassen. Und dann. So, warte mal, wir hauen hier mal ganz kurz den CP-Fahrer rein. Kursgenerierung, ja, das ist ein neues Feld für uns. Die 81 hätten wir, da haben wir sie. Folgen wir rundherum zweimal, das passt. 24 Meter, das nehme ich auch an. Sieht doch schön aus. Da. Stopp. So, das wollte ich haben. Ja, du kannst Licht anmachen, mir egal. Und den macht er, das heißt. Düngen Unterstrich Feld 81. Bam, da haben wir sie. Klein, ja, fährt ein bisschen langsam. Okay, lassen einfach mal machen. So, da ist unser Tucano, weil mit dem guten Kollegen, wenn wir uns jetzt gleich dran machen, ich weiß, es ist hier gerade ein bisschen laut. Ich weiß nicht, ob man mich so gut versteht.
Ja, also würde ich sagen, mit dem werden wir uns jetzt. Oh. Handbremse sollte man vielleicht lösen, bevor man losfährt. Mit dem werden wir uns jetzt gleich mal dran machen. Die 80. Ach, ich hab's gewusst, Leute. Kann man eigentlich merken, weil daneben ist die 81. Hm. Die 80 runterruppen. Um da dann gleich mal mit dem tiefen Lockerer. Haben wir den tiefen Lockerer? Ja, ich glaube, wir haben den tiefen Lockerer. Mit dem werden wir dann da mal drüber heizen und den Mittelstreifen da entfernen, damit die 80 und 81 einfällt werden. So. Perfekt. So, dann fahren wir da gleich mal hoch. Ah, Leute, ich freue mich, Alter. Wir haben einfach ein neues Feld. Wir haben einfach. Aber das hat mich, also. Das hat mich schon gewundert, ich dachte mir, es wird nicht so viel, aber meine Schätzung anfangs war dann doch nicht schlecht, ne? 150.000 Euro habe ich ja geschätzt, sowas, 130, 150 und 140 haben wir gekriegt. War ich gar nicht so weit weg davon. So, so. Ah, können wir ja schön mit 42 hochfahren, kein Auto, kein LKW im Weg. Stopp, warte mal. Wir fahren doch kurz nochmal die Wiese rein. So. Passt. So, momentan reicht uns aber tatsächlich, weil ich aber gerade immer überlegen. Ob wir denn ein größeres Schneidwerk brauchen, aber momentan glaube ich reicht das 6 Meter noch. Ne, es hat mehr als 6 Meter, glaube 7,5. Entweder 7,7 oder 7,5 oder 7,5 Meter hat das Ding. So, dann haben wir das halt mal an hier. Naja, ich bin gleich auf meinem Feld, passt. So, oh, warte mal. Da haben wir noch normalerweise den. Da haben wir noch, perfekt. Ah, ich habe die Kurse immer noch nicht geordnet. Shame on me. Ich muss das jetzt echt mal machen, ne? So, Steirer, da haben wir ihn. Moran. So, und dann holen wir uns jetzt gleich mal. Hab ich die. Ich hab die nicht gewaschen, ne? Alter, sieht aus. Oh Gott. Aber der kommt jetzt hier gleich wieder in Einsatz. Wer hat denn das Ding da so blöd hingepackt? Okay, das ist Singleplayer. Kann nur ich gewesen sein, ne? So. Ich weiß nicht, wieso der zweite Dämmer irgendwie so schief dasteht. Ich fahre die eigentlich schon immer gerade hin, aber gut. Soll es so sein. Okay, hoch hier. Also es ist schon ein bisschen eng hier, ne? Ich muss sie gut ausholen, damit ich das Dreieck nicht mitnehme. Aber wir haben Drehschirme, die laufen schön meiner Spur entlang. Das heißt, die kann ich eigentlich nicht. Oder ich kann das aufs Nicht überfahren. So. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, aber ich glaube, der Schneidwerk und der Drescher sind noch im relativ guten Zustand. Die brauchen noch nicht reparieren. So. Ah, Mist, eins habe ich doch vergessen, bevor wir vorgespielt haben. Aber gut, ist jetzt. Ich glaube, das kann ich im Nachhinein auch immer noch machen. Und zwar wollte ich den Siegmaster noch befüllen. Aber ich glaube, da ist tatsächlich besser, wenn der über tags läuft. Also, wenn ich vorspule. Weil der hat ja auch nur eine bestimmte Menge Platz, bevor er voll ist. Und ja. So, ich glaube, ja, da ist dann tatsächlich produktiver, wenn man den über tags mal, weil da können wir immer da kurz hingucken und sagen, oh, der ist voll. Den nehmen wir mal kurz aus. Ah, hier ist jetzt ganz schön Betrieb hier oben. So, den Kollegen fahren wir mal hier hin. Da stört er glaube ich keinen. Passt. Motor aus und auf andere Plane und hintere kann man eigentlich auch gleich aufmachen. So, perfekt. Oh, der 6M ist fertig. Warte, Kollege. Da ist er. Ich habe das gemacht. Mal kurz googeln hier. Ja. Das ist nicht schlecht. Das können wir rausmachen. Brauchen wir nicht. Dann lasse ich den tatsächlich erstmal hier kurz hier oben stehen, weil der wird dann gleich wieder zum Einsatz kommen. Aber ich lasse stehen, ich lasse die Gewichte runter. So. Passt.
Schnappen wir uns kurz den Xerion hier. Ich weiß, es ist zwar wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Oder ist es übertrieben? Ich weiß es gar nicht. Aber ich fahre jetzt da mal kurz den Streifen da umflügen. Oh Gott. Warte, Allradlenkung. Komm, wir müssen da dran, denkt du das Fahrzeug auswählen. Oh nein, ich hatte immer mal einen Zettel gemacht, aber ist anscheinend weggeflogen. Ja, geht doch. Ich hab's, ich weiß doch noch auswählen, Leute. So. Und Umleuchte an. Und ab geht's runter. So. Ja, der hat schon einen geilen Sound, nur so überhaupt die Hupe, ne? Ist schon nicht schlecht gemacht, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, ist der konvertiert oder ist er. Oh, zu weit drüber kommen. Für 19er gebaut. Er sieht eigentlich relativ gut aus, wenn er konvertiert wäre. Ich weiß es nicht, ne? Ich will jetzt hier keine Lüge verbreiten. Auf jeden Fall den 17er gab es auf jeden Fall auch schon. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber es ist möglich, dass er konvertiert ist. Aber wenn dann schon. Oh Gott. Ja. Ich glaube, ich sollte das nicht so oft machen. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dann schaut auf jeden Fall relativ gut aus. Ich hab's halt auch wieder mit Deutsch. Und dann fahren wir mal hier hin. Mal gleich ausklappen, der Teil da hinten. So, moinsen. Bin auch mal. Oh. Dann sind wir jetzt ein bisschen blöd, weil ich hab. Warte mal. Fehler, oder? Kann ich das mit dem Teil machen? Das geht sogar. Ah, gut, gut. Ich war jetzt der Meinung, das geht nur mit einem Flug, also mit dem wirklichen Flug. Aber gut. Und geht das mit dem Teil auch? Ja, hier würde ich sagen. Aber warte, ich muss. Die Mutterteil natürlich auch auswählen. Passt, machen wir Vorwärtsgang drin. Nur mal ganz kurz den 6M aus dem Weg machen. Weil der steht eigentlich mir voll in der Schusslinie. Jetzt fahre ich aber gleich auf den anderen Acker hier rüber, weil. Dann. Ne, ich fahre in die Wiese rüber, sonst muss ich dann später wieder wegfahren. Und der Tucano ist fertig. Ja, der hat das schon, das ist nicht, keine große Wiese hier. Wiese, sag ich schon. Kein großes Feld. Wiese habe ich jetzt gesagt, weil ich gerade auf die Wiese rübergefahren bin, deswegen. Ich bin nicht verwirrt, Leute, alles gut. Zack. Ja, du hast deine Arbeit super gemacht. Deine kleinen Stellen hier werden wir selber nochmal schnell ausbessern. Auf jeden Fall, da wo noch ein bisschen mehr steht. Und, was? Ich muss mal gucken. Aber nee, die Schweine glaube ich reicht. Das was sie jetzt momentan noch haben. Und ich glaube das was wir jetzt hier runterrucken von den Feldern an Silberbrunnen werde ich tatsächlich verkaufen. So, passt. Und ich war vorhin halt ein bisschen am überlegen, ob wir die 86 verkaufen. Und dafür halt zum Beispiel sowas wie die 79 kaufen. Weil ich muss sagen, die 86, es lohnt sich halt wirklich nicht so, ne? Man muss sagen, sie bringt jetzt auch nicht viel, 35.000. Auf 35.000, 35.000. Aber da könnt ihr auch gerne eure Meinung in die Kommentare reinschreiben, ob man denn die 86 so wegmachen sollen. Habe ich vorhin 85 gesagt? Denn ja, tut's mir leid, ich meine die 86. Ja, das war halt die verkaufen. Und dafür uns halt ein anderes, größeres Feld, von dem wir eigentlich mehr Ertrag und so weiter bekommen, uns kaufen. Weil, man muss schon sagen, von diesen kleinen Feldern bringt mir jetzt wirklich nicht viel runter. Von Weizen, teilweise einen knapp vollen Korntank. Aber es ist halt auch Weizen, muss man sagen. Und wie jetzt hier zum Beispiel Sojabohnen bringt jetzt knapp hier 4000 Liter runter und das ist wirklich nicht viel, ne? So, jetzt laufen wir mal schnell rüber zum Xerion, weil ich möchte das tatsächlich heute noch abschließen. Wir haben jetzt schon 20 Minuten wieder. Alter, die Zeit geht so schnell, ne? Allrad wäre glaube ich nicht schlecht. Oh, und da geht's voran. Oh, herrlich, Leute, guckt euch da dann. Wunderbar. Die Buschen verschwinden auch, perfekt.
Perfekt. Ja, ich hatte tatsächlich vorher wirklich Bedenken, dass das mit dem Tiefenlocker gar nicht geht, Felder erstellen, aber es geht. Da muss ich schon ein bisschen ziehen, jetzt hier. So, ich fahre hier noch ein bisschen hinter, so. So wie es tatsächlich reicht. Ja, das sieht doch gut aus. Sieht wirklich nicht schlecht aus jetzt. Hier vorne wäre ich tatsächlich. Warte mal. Dann nehmen wir das hier, ne? Haben wir auch gut. Und zwar, ihr könnt den wegschneiden, ne? Mal gucken, hier ein bisschen in der Linie. Ah, da steht ja schon voll draußen, ne, der hier. Wie weit können wir eigentlich fahren hier? Okay, das geht noch. Okay, hinten geht es aber dann zum Beispiel schon nicht mehr, ne? Ja, genau. Der hier geht auch schon hier, schade. Der hier auch nicht mehr. Ich sowieso nicht. Der hier würde so wieder gehen. Okay, warte mal, dann muss ich von der anderen Seite hin. Okay, der geht nicht. Der geht auch nicht. Ist ja die Frage, ne? Aber ich glaube, so dermaßen steuern tut er eigentlich nicht, oder? Ich glaube es nicht. Wir lassen ihn erstmal verschont. Und ja, gut. Dann darf ich mich für euch fürs Zuschauen auch schon mal wieder bedanken, denn wir sind heute auch schon fertig, liebe Leute. Ja, ich glaube, wir haben in der Folge ganz gut was geschafft. Wir haben einen neuen Schweinestall, wir haben ein neues Feld und wir haben diesen Grünstreifen da rausgepflügt. Und ja. Das ist doch ein gute Arbeit für eine Folge. Und ja, dann darf ich mich fürs Zuschauen auch bedanken. Und dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen restlichen Freitag. Und es ist ja Wochenende jetzt dann. Genießt es. Und ja, dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und bis morgen. Macht es gut. Haut rein. Und ciao, ciao. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star.